Ja, hallo. Hast du dich jetzt schon informiert, was ich neulich zu dem Thema Depressionen und wie man damit umgehen kann, gesagt habe und gezeigt habe? Wenn ja, okay. Und wenn nein, auch gut. Denn ich habe heute noch eine weitere Intervention im Gepäck. Und zwar möchte ich dir mal zeigen, wie du, wenn du dich in einem Stimmungstief, also ich rede jetzt nicht von einer richtig ausgewachsenen pathologischen Depression, sondern ich rede von einem Stimmungstief, so ein Tagestief, das man mal haben kann, wenn das Wetter schlecht ist oder wenn man ja eine blöde Nachricht bekommen hat. Wie du dich davon frei machen kannst, wie du dazu zu dem jeweiligen Thema, was dich gerade so ja in deiner Stimmung gedrückt hat, wie du dazu eine relativ entspannte innere Haltung wieder einnehmen kannst. So, und dann frage ich mich mal beispielhaft, damit ich weiß, um welches Thema es jetzt gerade bei mir geht, um welches Thema des Stimmungseinbruches will ich mich jetzt mal plakativ kümmern. Okay, also das Thema, was jetzt von meinem Herzen vorgeschlagen wird, ist, du hast eine schlechte Nachricht gekriegt und was machst du jetzt? So, und jetzt frage ich nicht mehr mein Herz, sondern ich nehme quasi diese schlechte Nachricht in mein Herz, damit beschwere ich mein Herz so richtig und dann fange ich an zu klopfen. Und zwar in dem Gedanken und dem Bezug auf dieses, mein Herz ist schwer geworden durch die schlechte Nachricht. Und ich sage auch an jedem Punkt, die Schwere in meinem Herzen durch die schlechte Nachricht. Die Schwere in meinem Herzen durch die schlechte Nachricht. Die Schwere in meinem Herzen jetzt gerade durch die Mitteilung dieser schlechten Nachricht. Die Schwere in meinem Herzen dadurch, dass ich diese schlechte Nachricht mitgeteilt bekam. Die Schwere in meinem Herzen durch die Mitteilung dieser schlechten Nachricht. So, und was jetzt passiert ist, ich habe gegähnt und tief Luft geholt. Und wenn sowas passiert während der Klopfroutine, also während dieser Abfolge der Kopfpunkte und des Aussprechens des Problems, kannst du davon ausgehen, dass das Problem schon nicht mehr ganz so akut und schmerzhaft und tragisch ist wie zu Beginn. Die Schwere meines Stimmungseinbruchs war das Thema. Man kommt dann kaum noch auf diesen Satz. Das ist kein gedankliches Defizit, das ist also kein beginnender Alzheimer, wenn man die Fragestellung oder die Aussage nicht mehr so aus der Pistole geschossen formulieren kann, sondern es hat sich tatsächlich was vom Gefühl getan. Also die Schwere meines Stimmungseinbruches im Hinblick auf die schlechte Nachricht, die ich erhalten hatte. Die Schwere meines Stimmungseinbruches im Hinblick auf die schlechte Nachricht, die ich erhalten habe. Und ich fange hier wieder an, mittig am Auge. Außen am Auge, unterm Auge, also nochmal die Schwere des Stimmungseinbruchs durch die Nachricht. Die Schwere meines Stimmungseinbruches durch die Nachricht. Und nochmal muss ich gehen. Und jetzt fällt es mir schon schwer, mich nochmal auf dieses Thema einzulassen. Denn ich merke, ja, jetzt kann ich aufhören zu reden über das. Ich merke, dass sich da was freigelegt hat, dass sich da die Stimmung im Hinblick auf die schlechte Nachricht jetzt gar nicht mehr so fassbar ist. Die ist gar nicht mehr so greifbar für mich. Ja, und dann kann ich mich fragen, und das ist ähnlich wie wenn ich nur mit Hand aufs Herz arbeite. Habe ich jetzt dafür, dass meine Stimmung so einbricht, wenn ich eine schlechte Nachricht erhalten habe, genug getan? Ha,
Und jetzt kommt etwas. Ich habe sofort, während ich das angesprochen habe, gemerkt, da kommt eine Angst hoch. Ich habe also Angst vor der nächsten schlechten Nachricht. Meine Angst, dass schon wieder eine schlechte Nachricht kommt. Meine Angst, dass trotzdem noch eine weitere schlechte Nachricht auf mich wartet. Meine Angst, dass ich zukünftig noch weitere schlechte Nachrichten erhalte. Meine Angst, dass ich zukünftig noch weitere schlechte Nachrichten bekomme. Meine Angst vor weiteren schlechten Nachrichten. Und ich fühle meine Angst richtig. Meine Angst vor weiteren schlechten Nachrichten. Meine Angst vor weiteren schlechten Nachrichten. Und ich wechsle mal die Seite. Meine Angst vor weiteren schlechten Nachrichten. Meine Angst vor weiteren schlechten Nachrichten. Meine Angst vor weiteren schlechten Nachrichten. Und das Gehen kommt schon wieder hoch. Meine Angst vor weiteren schlechten Nachrichten. Und jetzt ist es wieder weiter runtergesackt, diese Angst vor weiteren schlechten Nachrichten. Ich könnte jetzt auch sagen, meine restliche Angst vor weiteren schlechten Nachrichten. Meine restliche Angst vor weiteren schlechten Nachrichten. Meine restliche Angst vor weiteren schlechten Nachrichten. Okay. Dann, was bedeutet das jetzt? Ja, die schlechten Nachrichten kann ich dadurch nicht ausschalten. Aber ich kann meine Angst vor diesem Geschehen schon mal vorweg behandeln. Und ich kann mich ja, in meiner Stimmung gelassener, wohler, freudiger fühlen, wenn ich nicht ständig Angst habe vor schlechten Nachrichten. Und vielleicht wäre das auch noch ein Satz, meine Angst, meine ständige Angst, also auch das überspitzt darzustellen, macht immer Sinn, meine ständige Angst vor schlechten Nachrichten, 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 meine ständige Angst vor schlechten Nachrichten. Meine ständige Angst vor schlechten Nachrichten, meine ständige Angst vor schlechten Nachrichten. Und ich glaube, das hat wenig Substanz. Wenn ich den Satz jetzt spreche, merke ich, ich sage den zwar noch, aber ich bin emotional nicht mehr mit dem Inhalt verbunden. Ja, und du hast gesehen, immer wenn ich das Thema angesprochen habe, genauso lange habe ich auch geklopft. Das heißt, solange ich brauchte, um die Quintessenz, die Kernaussage zu treffen, so lange habe ich dann auch geklopft. Ja, das war eine kurze Intervention für dich, eine Selbsthilfemaßnahme zum Nachmachen. Wenn du klopfst, kann es passieren, dass du das Problem ziemlich schnell löst. Es kann aber auch passieren, dass du noch quasi so einen Gurkenverlauf hast und erstmal nochmal viel extremer angerührt bist. Das kann bis zu Tränen, also dass du wirklich anfängst zu weinen. Du kannst richtig in Tränen ausbrechen. Und sei dann nicht schockiert, klopf einfach weiter. Auch wenn du dann vielleicht die Worte nicht mehr hast, um den Satz zu formulieren, während die Tränen fließen, klopfe einfach weiter. Bleib einfach weiter an dir dran. Klopfe und klopfe und klopfe und du wirst relativ schnell merken, so das dauert meistens keine 5 Minuten, Tränen versiegen und du merkst schon, dass es dir von der Stimmung her gar nicht mehr so traurig geht, sondern dass sich das wieder neutralisiert hat. Das ist vielleicht noch ein ganz wichtiger Hinweis, denn das kann passieren, während man klopft. So, ansonsten war es das wieder für heute. Ich wünsche dir viel Experimentierfreude mit diesem Themenfeld und für heute sage ich alles Liebe für dich, bis zum nächsten Mal und wenn du mir einen Like-Daumen hinterlassen möchtest, darfst du es gerne und wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast und du weiter daran interessiert bist, Informationen von mir zu bekommen, dann darfst du das gerne jetzt nachholen. Bis dann, ciao, ciao.